sehr hohen Geschwindigkeiten stößt die klassische Relativität an ihre Grenzen. Das jedoch wurde erst klar, als Wissenschaftler damit anfingen, sich intensiv für das schnellste bekannte Etwas zu interessieren. Für das Licht. Mitte des 19. Jahrhunderts wusste man schon ein Weilchen, dass Elektrizität genutzt werden kann, um einen Magneten zu schaffen. Und dass Magneten genutzt werden können, um Elektrizität zu erzeugen. James Clerk Maxwell, der Mann, der das erste Farbfoto der Welt machte, vereinte alles Wissen über Magnetismus und Elektrizität in vier großartigen Gleichungen. Und diese vier Gleichungen beschreiben eine elektromagnetische Welle, die sich exakt mit Lichtgeschwindigkeit durch einen luftleeren Raum bewegt. Und diese Welle ist tatsächlich Licht. Laut Maxwell ist das Licht eine elektromagnetische Welle, die sich mit 300.000 Kilometern pro Sekunde durch den luftleeren Raum bewegt. Bei allem, was wir über Relativität wissen, stellt sich uns natürlich eine Frage. 300.000 Kilometer pro Sekunde relativ wozu? Die Gleichungen jedoch scheinen eine deutliche Antwort zu geben. 300.000 Kilometer pro Sekunde relativ zu allem. Das stellte die Physiker des beginnenden 20. Jahrhunderts vor ein Problem. Wenn Maxwell recht hätte, würde sich das Licht mit einer Geschwindigkeit von c, also 300.000 Kilometern pro Sekunde, bewegen. Wenn jedoch die klassische Relativität richtig wäre, gäbe es keine absoluten Geschwindigkeiten und die Lichtgeschwindigkeit müsste davon abhängen, wer die Messung durchführt und wie er sich relativ zur Lichtquelle bewegt. Es konnte aber nicht beides richtig sein. Unser Verständnis von Bewegung und unser Verständnis von Elektromagnetismus und Licht waren in Gefahr. Die Grundlagen der Physik standen vor einer gewaltigen Krise. Ein 26 Jahre alter technischer Experte beim Schweizer Patentamt namens Albert Einstein sollte einen Weg aus dieser Krise bieten. Einstein akzeptierte beide scheinbar gegensätzlichen Ideen und änderte den Verlauf der Wissenschaftsgeschichte. Er erkannte die Idee der relativen Bewegung an, formulierte sie jedoch so: Jede sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegende Person beobachtet die gleichen physikalischen Gesetze, die auch eine stationäre Person beobachtet. Da die Lichtgeschwindigkeit Teil der physikalischen Gesetze ist, stellte Einstein die These auf, dass jeder Beobachter eben diese Lichtgeschwindigkeit beobachtet, ganz egal ob und wie er sich bewegt. Geschwindigkeit jedoch ist nur eine Messung einer Distanz, die in einer bestimmten Zeit zurückgelegt wird. Akzeptiert man nun Einsteins Vorstellung von der Lichtgeschwindigkeit, muss man auch akzeptieren, dass verschiedene Beobachter sich uneins sind in Bezug auf Distanz und Zeit. Bestimmt haben Sie schon einmal das Wort Lichtjahr gehört. In Astronomie und Kosmologie. Nun, dieses Lichtjahr ist eine Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Etwa 9,5 Billionen Kilometer. Man könnte jetzt also sagen, dass ein Lichtjahr die Distanz ist, die Licht in einem Jahr, also in einem bestimmten Zeitabschnitt, zurücklegt. Rechnet man das runter, kann man sagen, dass das Licht in einer Lichtsekunde rund 300.000 Kilometer zurücklegt. Die Lichtgeschwindigkeit ist also eine Lichtsekunde, ergo 300.000 Kilometer pro Sekunde. Kilometern pro Sekunde durch den luftleeren Raum bewegt. Bei allem, was wir über Relativität wissen, stellt sich uns natürlich eine Frage. 300.000 Kilometer pro Sekunde relativ wozu? Die Gleichungen jedoch scheinen eine deutliche Antwort zu geben. 300.000 Kilometer pro Sekunde relativ zu allem.
Das stellte die Physiker des beginnenden 20. Jahrhunderts vor ein Problem. Wenn Maxwell recht hätte, würde sich das Licht mit einer Geschwindigkeit von c, also 300.000 Kilometern pro Sekunde, bewegen. Wenn jedoch die klassische Relativität richtig wäre, gäbe es keine absoluten Geschwindigkeiten und die Lichtgeschwindigkeit müsste davon abhängen, wer die Messung durchführt und wie er sich relativ zur Lichtquelle bewegt. Es konnte aber nicht beides richtig sein. Unser Verständnis von Bewegung und unser Verständnis von Elektromagnetismus und Licht waren in Gefahr. Die Grundlagen der Physik standen vor einer gewaltigen Krise. Ein 26 Jahre alter technischer Experte beim Schweizer Patentamt namens Albert Einstein sollte einen Weg aus dieser Krise bieten. Einstein akzeptierte beide scheinbar gegensätzlichen Ideen und änderte den Verlauf der Wissenschaftsgeschichte. Er erkannte die Idee der relativen Bewegung an, formulierte sie jedoch so: Jede sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegende Person beobachtet die gleichen physikalischen Gesetze, die auch eine stationäre Person beobachtet. Da die Lichtgeschwindigkeit Teil der physikalischen Gesetze ist, stellte Einstein die These auf, dass jeder Beobachter eben diese Lichtgeschwindigkeit beobachtet, ganz egal ob und wie er sich bewegt. Geschwindigkeit jedoch ist nur eine Messung einer Distanz, die in einer bestimmten Zeit zurückgelegt wird. Akzeptiert man nun Einsteins Vorstellung von der Lichtgeschwindigkeit, muss man auch akzeptieren, dass verschiedene Beobachter sich uneins sind in Bezug auf Distanz und Zeit. Bestimmt haben Sie schon einmal das Wort Lichtjahr gehört. In Astronomie und Kosmologie. Nun, dieses Lichtjahr ist eine Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Etwa 9,5 Billionen Kilometer. Man könnte jetzt also sagen, dass ein Lichtjahr die Distanz ist, die Licht in einem Jahr, also in einem bestimmten Zeitabschnitt, zurücklegt. Rechnet man das runter, kann man sagen, dass das Licht in einer Lichtsekunde rund 300.000 Kilometer zurücklegt. Die Lichtgeschwindigkeit ist also eine. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten stößt die klassische Relativität an ihre Grenzen. Das jedoch wurde erst klar, als Wissenschaftler damit anfingen, sich intensiv für das schnellste bekannte Etwas zu interessieren. Für das Licht. Mitte des 19. Jahrhunderts wusste man schon ein Weilchen, dass Elektrizität genutzt werden kann, um einen Magneten zu schaffen. Und dass Magneten genutzt werden können, um Elektrizität zu erzeugen. James Clerk Maxwell, der Mann, der das erste Farbfoto der Welt machte, vereinte alles Wissen über Magnetismus und Elektrizität in vier großartigen Gleichungen. Und diese vier Gleichungen beschreiben eine elektromagnetische Welle, die sich exakt mit Lichtgeschwindigkeit durch einen luftleeren Raum bewegt. Und diese Welle ist tatsächlich Licht. Laut Maxwell ist das Licht eine elektromagnetische Welle, die sich mit 300.000 Kilometern pro Sekunde durch den luftleeren Raum bewegt. Bei allem, was wir über Relativität wissen, stellt sich uns natürlich eine Frage. 300.000 Kilometer pro Sekunde relativ wozu? Die Gleichungen jedoch scheinen eine deutliche Antwort zu geben. 300.000 Kilometer pro Sekunde relativ zu allem. Das stellte die Physiker des beginnenden 20. Jahrhunderts vor ein Problem. Wenn Maxwell recht hätte, würde sich das Licht mit einer Geschwindigkeit von c, also 300.000 Kilometern pro Sekunde, bewegen. Wenn jedoch die klassische Relativität richtig wäre, gäbe es keine absoluten Geschwindigkeiten und die Lichtgeschwindigkeit müsste davon abhängen, wer die Messung durchführt und wie er sich relativ zur Lichtquelle bewegt. Es konnte aber nicht beides richtig sein. Unser Verständnis von Bewegung und unser Verständnis von Elektromagnetismus und Licht waren in Gefahr. Die Grundlagen der Physik standen vor einer gewaltigen Krise. Ein 26 Jahre alter technischer Experte beim Schweizer Patentamt namens Albert Einstein sollte einen Weg aus dieser Krise bieten.
Einstein akzeptierte beide scheinbar gegensätzlichen Ideen und änderte den Verlauf der Wissenschaftsgeschichte. Er erkannte die Idee der relativen Bewegung an, formulierte sie jedoch so: Jede sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegende Person beobachtet die gleichen physikalischen Gesetze, die auch eine stationäre Person beobachtet. Da die Lichtgeschwindigkeit Teil der physikalischen Gesetze ist, stellte Einstein die These auf, dass jeder Beobachter eben diese Lichtgeschwindigkeit beobachtet, ganz egal ob.